Okay, hallo und willkommen zu der Pressekonferenz der letzten Generation vor den Kipppunkten. Vorab einmal, wir werden die Mikrofone rücken, wenn jemand anderes spricht, also nur, dass Sie da Bescheid wissen. Mein Name ist Lina Jonsen und ich leite Sie heute durch die Pressekonferenz. Ich lasse jetzt den Teil weg, in dem ich mich für Ihr Kommen bedanke oder für die Räumlichkeiten. Und ich lasse auch den Teil weg, in dem ich mich dafür bedanke oder in dem ich sage, wir freuen uns, hier zu sprechen. Denn Sie sind nicht hier, weil Sie uns gerne zuhören und wir sind nicht hier, weil wir gerne Pressekonferenzen geben. Wir sind alle hier gemeinsam, weil wir in eine Klimakatastrophe rasen und wir uns für unseren Teil dazu entschieden haben, das nicht mehr hinzunehmen. Falls Sie sich wundern, warum wir an einem so untypischen Ort wie dieser Kirche zusammenkommen. Wir sind in dieser Kirche, weil die Klimakrise die gesamte Gesellschaft treffen wird. Und jede gesellschaftliche Gruppe sollte den Widerstand unterstützen. Einfach, weil es um unser Leben geht. In den letzten Wochen und Monaten hat die letzte Generation immer mehr Unterstützung erfahren. So dürfen wir diesen Raum für unser Zusammenkommen nutzen. Solche Orte brauchen wir, um gemeinsam in größtmöglicher Stärke den Widerstand auf die Straße zu bringen. Und wir wissen, dass die Kirche in der Geschichte des Widerstands eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Die Pressekonferenz gliedert sich in 4 Teile. Anschließend sind wir bereit, Fragen zu beantworten. Carla Hinrichs beginnt mit der Ausgangslage, die Klimakatastrophe und wie die Bundesregierung den Boden der Verfassung verlässt. Sie ist 26 Jahre alt, aus Bremen und hat ihr Jurastudium kurz vor dem Staatsexamen auf Eis gelegt, um in den Widerstand zu gehen. Sie ist von Beginn an bei der letzten Generation Teil der Kerngruppe und Sprecherin. Anschließend spricht Aimé von Baalen über die Forderungen, den Gesellschaftsrat und wie wir gerecht das fossile Zeitalter beenden wollen. Aimé ist 23, aus Dresden, Sprecherin der letzten Generation und hat ihren Job im Tattoo-Studio aufgegeben, um sich Vollzeit dem Widerstand widmen zu können. Raphael Thelen ist 37, er hat über 10 Jahre lang als Journalist unter anderem für den Spiegel und die Zeit gearbeitet und hat sich jetzt dem Widerstand angeschlossen. Er wird über die Verantwortung von uns allen sprechen. Abschließend stellt Irene von Drygalski unseren Protestplan, wie wir die Regierung zum Aufbruch bewegen wollen, vor. Sie ist 65 Jahre alt, Rentnerin aus Marburg und sie war bei dem erfolgreichen Verhandlungsgespräch mit dem SPD-Oberbürgermeister dabei und sie ist auch im Widerstand der letzten Generation. Also lassen Sie uns beginnen und ich gebe damit das Wort an Carla. Was uns die Wissenschaft sagt. Wir sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Bereits heute sterben Menschen überall auf der Welt an der Erderhitzung, auch in Deutschland. Es bleibt nur noch wenig Zeit, um eine gesellschaftliche Transformation einzuleiten, die uns eine lebenswerte Zukunft ermöglicht. Ohne Unterbrechung des aktuellen Kurses erhitzt sich die Atmosphäre immer weiter und weiter. Wir sind dabei, die Kipppunkte des Klimasystems zu überschreiten. Und dann wird es zu spät sein. Unsere Lebensgrundlagen werden irreversibel vernichtet sein. Nahrungsmittel, Wasser, Lebensraum wird knapper. Es wird zu Verteilungskriegen, zu Hungersnöten kommen. Weltweit und auch hier in Deutschland. Das sagen nicht wir, das sagen uns die renommiertesten Klimawissenschaftler der Welt. Ich halte eine 3-Grad-Welt für eine existenzielle Gefahr für die menschliche Zivilisation. Das sagt Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Wir sprechen also von einer alles bedrohenden Krise, die sich in eine Katastrophe entwickelt. Nicht einfach so, nicht linear ansteigend, nicht absehbar, sondern von uns gemacht, von Regierungen, von Konzernen, von den Reichen, die die befeuern, die immer weiter vorantreiben. Und sie ist unkontrollierbar und unumkehrbar ab einem Punkt. Und jetzt stehen wir da, konfrontiert mit all diesen Informationen, als zivilisierte Gesellschaft, als Menschen. Und es bleibt gerade noch so die Möglichkeit, das Schlimmste zu verhindern.
Und ich stehe da, als junge Frau, die einmal Träume von ihrer Zukunft hatte. Ein Studium, später einen Job, vielleicht als Juristin etwas Sinnvolles für die Gesellschaft beitragen, vielleicht ein, zwei Kinder. Aber es ist ja nicht gar nichts passiert. 2016 unterschrieben die Staaten das Klimaschutzabkommen von Paris. Man wollte jetzt endlich Anstrengungen einleiten, um das Schlimmste noch zu verhindern. Es wurden sich Grenzen gesetzt. Auch unsere Regierung hat die Grenzen von 1,5 Grad in das Klimaschutzgesetz in Deutschland etabliert. Doch die Einhaltung lässt zu wünschen übrig. Wobei, nee, die lässt nicht zu wünschen übrig, denn das Nicht-Einhalten dieser Grenzen ist brandgefährlich. Es setzt unsere Lebensgrundlagen aufs Spiel. Es zerstört das Leben von Millionen Menschen schon heute und von allen kommenden Generationen. Und damit verlässt diese Bundesregierung den Boden der Verfassung. Lassen Sie uns da kurz einmal genauer draufschauen, weil es einfach so wichtig ist zu verstehen, wenn man sich mit unserem Protest, wenn man sich mit der Klimakrise beschäftigt, von welchem Ausmaß an Verantwortungsverweigerung oder gar aktiven Vorantreiben der Krise wir eigentlich sprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 die Grenzen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für verfassungsrechtlich verbindlich erklärt. Einen Plan zu erstellen, wie es diese einhalten will, hat das Bundesverfassungsgericht damit zu einer Verfassungspflicht für die Bundesregierung erhoben. Und aktuell hat die Bundesregierung aber keinen Plan, wie sie die Grenzen aus dem Klimaschutzkommen überhaupt einhalten will. Und damit bricht sie die Verfassung. Ja, es gibt das Klimaschutzgesetz. Und in dem hat sich die Regierung Ziele gesetzt, bis wann sie die CO2-Emissionen verringern will und wann sie auf Null bringen will. Aber sich eine Grenze zu setzen oder wie es so oft so schön als Ziel bezeichnet wird, das ist das eine. Aber wenn man keinen Plan hat, mit welcher Kombination aus Maßnahmen man dann an dieses Ziel kommt, was bringt einem dann das Ziel? Und aktuell ist einfach kein zusammenhängender Plan erkennbar. Zuletzt konnte die Regierung ihre Ziele nur einhalten aus Glück. Nicht wegen eines aktiven Klimaschutzplans, sondern wegen einer weltweiten Pandemie, die uns dazu gezwungen hat, unsere Wirtschaft in ausnahmslosem Maße herunterzufahren, gefolgt von einer Energiekrise von Putin ausgelöst. Und ich frage es mich ganz ehrlich, wo ist der Plan? Ich will dieser Regierung nicht vorwerfen, dass sie gar nichts macht. Wir sehen ja immer wieder lauter Maßnahmen, die eingeführt werden. Doch der zusammenhängende Plan, der fehlt. Der Plan, der uns zeigt, dass die Maßnahmen in Kombination überhaupt in der Lage sind, die Ziele einzuhalten. Und solange es keinen Plan gibt, einen Plan, auf den wir vertrauen können, dass er unser Leben schützen wird, unsere Zukunft sichert und dass er auf dem Boden der Verfassung steht, solange sind wir verpflichtet, mit allen friedlichen Mitteln diesen Plan einzufordern. Denn gegen eine Regierung, die ihre eigene Verfassung bricht, da muss die Bevölkerung Widerstand leisten. Danke, Carla. Jetzt Emil von Bein. Was in diesem Land passiert. Die Klimakrise eskaliert und die Regierung tut zu wenig. Und wir BürgerInnen streiten uns über Duschzeiten, darüber, ob es okay ist, Fleisch zu essen und Auto zu fahren, darüber, wer mal wieder vergessen hat, das Licht auszumachen. Unsere Gesellschaft geht auseinander. Das zeigt sich auch bei der Frage, wer produziert diese Krise eigentlich? Und wer wird am stärksten darunter leiden? In Deutschland verursacht ein Mensch, der zum reichsten 1% gehört, 35 Mal so viel CO2 wie jemand, der sozial benachteiligt ist. Die reichsten 10% verbrauchen so viel Energie wie die untersten 40%. Es sind die Reichen, die die Klimakatastrophe befeuern. Warum ist es erlaubt, dass wertvolle Energie für Privatjets, für beheizte Pools, für riesige Villen ausgegeben wird? Warum dürfen Ölkonzerne immer noch Milliardengewinne einfahren?
Und wie kann es sein, dass vergangenes Jahr so viele Privatjetflüge gemacht wurden wie noch nie zuvor? So viele Menschen bemühen sich schon, im Privaten etwas gegen diese Krise zu tun. In den vergangenen 30 Jahren haben die unteren 2/3 der Bevölkerung ihre Emissionen am allerstärksten reduziert. Das reichste Prozent hingegen hat die Emissionen weiterhin gesteigert. Und wenn die Katastrophe ihr schreckliches Gesicht zeigt, wenn ein Hitzejahr auf das nächste folgt, wenn Ernten ausfallen und die Preise in die Höhe schießen, dann macht das den Reichen erstmal relativ wenig aus. Sie sitzen in ihren klimatisierten Häusern, fliegen dahin, wo es sich besser aushalten lässt. Es sind die Menschen im globalen Süden, die leiden, in Todeszonen um den Äquator, auf Pazifikinseln, die jetzt schon nur noch knapp über dem Meeresspiegel liegen. Und dann auch wir. Alle, die sich nicht von der Krise freikaufen können. Es sind alte Menschen, die an zu heißen Tagen dehydrieren, zu schwach, um den Notruf zu wählen. Schon jetzt sterben in Deutschland Tausende jedes Jahr an Hitze. Handwerker und Landwirtinnen müssen auch bei hohen Temperaturen auf Baustellen und Äckern arbeiten, ohne Chance, der Sonne zu entkommen. Stadtviertel wie Neukölln überhitzen. Dürren führen dazu, dass Lebensmittel immer teurer werden. Und das, während Superreiche schon heute Notfallpläne für den Tag anlegen, wenn die Klimakatastrophe eskaliert. Sich Bunker bauen lassen auf Neuseeland. Und das, während die Mehrheit der Bevölkerung darauf angewiesen ist, dass der Staat Vorsorge trifft und tatsächlich die Katastrophe verhindert. In der Klimakrise stellt sich die Gerechtigkeitsfrage komplett neu. Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Ich habe nicht mehr das Vertrauen, dass die Regierung das tut, was notwendig ist, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Diese Regierung hat es nicht im Griff. Sie führt uns sehenden Auges in die Klimakatastrophe. Die Regierung versagt beim Klimaschutz sogar gleich doppelt. Erstens, die Klimaschutzbemühungen sind absolut ungenügend. Sie reichen nicht aus, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Und zweitens, Klimaschutz vergisst die soziale Gerechtigkeit. Die Ärmeren und die Mittelschicht sparen Emissionen ein, während die Reichsten ihre Emissionen erhöhen. Die Regierung hat nicht den Mut, den Reichen Grenzen zu setzen. Es ist an der Zeit, auf die BürgerInnen zu hören. Die Menschen in diesem Land wollen nicht, dass unsere Lebensgrundlagen unwiederbringlich zerstört werden. Um aus der Krise zu kommen, müssen wir jetzt als Gesellschaft zu einer Notfallsitzung zusammenkommen. Und zwar in Form eines Gesellschaftsrates. Beim Gesellschaftsrat werden 160 BürgerInnen ausgelost, sodass Deutschland nach Kriterien wie Einkommen, Alter, Geschlecht oder Migrationshintergrund repräsentativ abgebildet wird. Eine Art Mini-Deutschland, wenn man so will. Der Gesellschaftsrat erarbeitet dann Maßnahmen, wie wir Deutschland sozial gerecht bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet. Ich möchte betonen, dass der Gesellschaftsrat sehr gut mit unserer parlamentarischen Demokratie zusammenpasst. Er ergänzt diese auf eine sehr wertvolle Art und Weise. Die Maßnahmen, die im Gesellschaftsrat erarbeitet werden, werden ins Parlament getragen. Die ParlamentarierInnen entscheiden also letztendlich, ob die erarbeiteten Maßnahmen umgesetzt werden oder nicht. Der einzige Unterschied ist, die Gesetze werden nun nicht in Ministerien mit Lobbyeinfluss entworfen, sondern von BürgerInnen, die die Gesellschaft tatsächlich repräsentieren. Räte mit gelosten BürgerInnen einzuberufen, ist im Koalitionsvertrag festgehalten und bereits mehrfach erprobt worden. Das Einzige, was wir fordern, ist, dass ein solcher Rat mit der größten Krise unserer Zeit beschäftigt wird und im Gesellschaftsrat dann ein entschlossener Plan entstehen kann, der von BürgerInnen entwickelt, von der Gesellschaft getragen und von der Politik verwirklicht wird. Der Gesellschaftsrat führt uns alle wieder zusammen. Er beendet damit das ewige Gegeneinander und kann uns gemeinsam in eine sichere und vor allem in eine gerechte Zukunft führen.
Danke, Emil. Jetzt kommt Raphael. Es ist spannend und ganz schön aufregend, hier auf dieser Seite zu sitzen. Ich war wahrscheinlich noch nie so aufgeregt bei einer Pressekonferenz, weil ich die vergangenen 10 Jahre auf der anderen Seite saß. Ich war Reporter, habe über Revolutionen berichtet im Nahen Osten. Ich war in Libyen, Afghanistan, habe da die Bundeswehr begleitet, war im Balkan unterwegs. Habe das immer für die größten Krisen unserer Zeit gehalten, bis ich vor 4 Jahren angefangen habe, für den Spiegel und die Zeit über die Klimakrise zu berichten. Ich war von Süd bis Nord ungefähr überall auf dem Planeten unterwegs und was ich da gesehen habe, hat mich zutiefst verändert. Ich war in Südafrika, in Kapstadt, viele von Ihnen waren sicherlich auch schon mal da. Die Stadt leidet unter Dürre und ich habe eine Familie getroffen und der jüngste Sohn war fast gestorben, weil er verschmutztes Wasser getrunken hatte. Ich war im Irak und habe da mit einem Farmer gesprochen, mit einem Bauern, dessen Ernten seit Jahren so schlecht waren, dass er sich gezwungen gesehen hat, sich einer bewaffneten Miliz anzuschließen, für den Sold in den Krieg zu ziehen. Ich war in Norwegen, oben in der Arktis, und habe mit einer Schülerin gesprochen und ihr Musiklehrer war in einem Unwetter gestorben und jeden Tag musste sie am Haus dieses Musiklehrers vorbeilaufen und sie hatte mir gesagt, ich habe Angst, in den kommenden Jahren zu sterben. Vielleicht kennen Sie diese Momente als Journalistin, als Reporter, wenn man da irgendwo steht und sich denkt, so, das darf doch alles nicht sein. Und für mich waren viele dieser Orte wie Blicke in eine Zukunft, die wir auf jeden Fall verhindern müssen. Ich war auch damals bei den Überschwemmungen im Rheinland. Ich komme aus der Gegend. Viele der Orte, die wir aus den Bildern kennen, sind Orte meiner Kindheit, wo ich mit meinen Eltern spazieren war. Und plötzlich stand ich da und es war nichts als Zerstörung und Tod. Und dass das unser Alltag, dass das unsere Zukunft wird, das müssen wir mit allen Mitteln verhindern. Sie, die jetzt hier sitzen, sagen jetzt vielleicht, aber ich bin doch neutral. Ich bin Journalist. Und das stimmt. Klar. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Wir sind alle als Bürgerinnen und Sie als Journalistinnen ganz besonders der Würde des Menschen, der Demokratie, den Menschenrechten verpflichtet. An den Orten, an denen ich war in den vergangenen 4 Jahren, gab es all das nicht mehr. Es gibt in der Klimakrise keine neutralen Beobachter. Wir sind alle Opfer und wir sind alle Verursacher. Und wir alle müssen uns fragen, was kann ich tun? Und Ihnen als Presse kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sie bestimmen die öffentliche Diskussion mit. Sie stellen die Problemanalyse. Sie ermöglichen Lösungen. Ziffer 1 des Pressekodex sagt, wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Was bedeutet das in der Klimakrise wahrhaftig? Ich habe mir in den vergangenen 4 Jahren ungefähr ununterbrochen darüber den Schädel zerbrochen, habe das Netzwerk Klima und Journalismus Deutschland mitgegründet, genau aus diesem Grund, um uns diese Frage zu stellen, was heißt das, wahrhaftig über die Klimakrise zu berichten? Und rausgekommen bin ich bei diesen 3 Punkten. Erstens heißt wahrhaftig, den wissenschaftlichen Konsens korrekt wiedergeben. Viele Medien tun das, was ein Kollege, Bernd Ulrich, Sie kennen ihn, mal begleitenden Journalismus genannt hat. Die Medien, die Wirtschaft betreibt Agenda-Setting. Und allzu viele Journalistinnen berichten daran so entlang, kritteln ein bisschen. Aber eigentlich ist das, was die Medien an dem Tag bestimmt. Viel mehr objektiv wäre aber, sich mal diesen IPCC-Bericht auszudrucken, sich da drauf zu stellen, um von dort aus das Geschehen zu beurteilen. Das wäre faktentreu und das wäre wirkliche journalistische Unabhängigkeit. Wahrhaftig wäre auch, die Schuldigen in dieser Krise klar zu benennen. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Ölplattform
die Deepwater Horizon, die vor einigen Jahren im Golf von Mexiko gesunken ist. BP hatte für die Steigerung seiner Profite Sicherheitsmaßnahmen missachtet. Es kam zu einem Blowout, zu einer Explosion, 800 Millionen Liter Öl flossen ins Meer. Was tat die Presse? Sie hat das klar benannt. Sie hat klar benannt, wer die Schuldigen sind. BP wurde bestraft, musste eine Strafe zahlen. Und in der Klimakrise gilt das Gleiche. Der Ölkonzern ExxonMobil wusste schon 1981, dass die Folgen seiner Geschäftspraktiken zu katastrophalen Konsequenzen für einen Großteil der Weltbevölkerung führen wird. Das ist ein Zitat aus einer internen Studie, die über 40 Jahre alt ist. Die haben diese Studie in der Schublade verschwinden lassen und die Wahrheit attackiert. Klimawandelleugnung. Auch ich dachte bis vor 4 Jahren, das mit der Klimakrise, das stimmt vielleicht und vielleicht auch nicht. Vor 20 Jahren war Deutschland noch Vorreiter beim Ausbauen erneuerbarer Energien. Die Energiewende war ein weltweit bewundertes Projekt. Und was ist dann passiert? RWE hatte Angst um seine Profite, hat seine Kontakte ins Wirtschaftsministerium genutzt, um diese Energiewende zu sabotieren. Das können Sie alles nachlesen. Die Klimaschmutzlobby von Annika Jöris und Susanne Götze, da steht es Wort für Wort drin mit all den Dokumenten. Was das heißt, es gibt in Deutschland und global Schuldige für diese Krise. Und das sind nicht Sie und ich. Das sind jene, die massiv finanziell profitiert haben vom Verbrennen von Öl und Gas. Darüber müssen wir reden. Und drittens, das Klima ist kein Thema wie jedes andere. Das Klima ist eine Dimension jeden Themas. Es berührt jeden Bereich unseres Lebens und unser Leben berührt in jedem Augenblick das Klima. In anderen Bereichen machen wir das schon gut. Menschenrechte, Demokratie, wenn Sie darüber berichten, wenn Sie über die WM in Katar berichten, berichten Sie natürlich auch immer darüber. Wie geht es den Gastarbeiterinnen? Wie steht es um diese Regierungsform? Genauso müssen wir auch die Klimakrise betrachten. Wenn Sie über die WM berichten, schauen Sie mal, Katar ist reich geworden mit der Klimakrise, wird aber auch bald unbewohnbar. Gleichzeitig produziert diese WM, hat diese WM unglaublich viele CO2-Emissionen produziert. Das sind Perspektiven, die wir auf jedes Thema nehmen müssen, auf jedes Neubaugebiet, auf jedes Sportevent, auf jede Wahl. Das ist die Pflicht der Presse. Denn auf einem Planeten, der kollabiert, gibt es keine Demokratie und Menschenrechte mehr. Klar, wenn man so berichtet, bekommt man Gegenwind. Die SZ, ich habe vor ein paar Tagen noch mit einer Freundin Frühstück, die ist bei der SZ, und die erzählte, sie haben ein Rezept für eine vegane Bolognese online gestellt und einen riesen Shitstorm kassiert. Ob man jetzt keinen Schinken mehr essen dürfte. Und klar, sowas tut weh. Aber ich glaube, bald wird uns sowas allen vorkommen wie ein warmer Sommerregen. Wenn es mal wieder Überschwemmungen gibt, wie im Ahrtal. Wenn Sie Ihre Kinder nachts aus den Betten holen müssen, weil die Pegel steigen. Wenn Sie aufs Dach klettern müssen. So wie das da 100-fach, 1000-fach geschehen ist. Sie da oben auf dem Dach stehen, nichts als Dunkelheit, nichts als Wasser um Sie rum. Und Sie endlich mal durchkommen bei der Feuerwehr. Und die Feuerwehr sagt, Entschuldigung, wir wissen auch nicht, wann der Regen aufhört. Wir wissen auch nicht, wann die Pegel fallen würde. Und nein, wir können Ihnen keine Hilfe schicken. Wir sind auch überlastet. Ich glaube, dann wird uns allen begriffen, dass wir alle eine Verantwortung haben. Ich selbst habe den Journalismus verlassen. Bin jetzt bei der letzten Generation. Und ich denke nicht, dass Sie das alle tun müssen. Aber in den nächsten Wochen werden wir wieder sehr viel Anlass zur Berichterstattung bieten. Wir werden demonstrieren, uns ankleben und blockieren. Und Sie können sich dann die Frage stellen, berichte ich über die Blockaden, über die Autofahrenden, über die Erregung in der Politik oder ordne ich den Protest ein? Erkläre ich das Warum? Berichte ich über die Klimakrise wahrhaftig? Vielleicht einen Absatz über die Blockade, über den Protest und den Rest dann über das Warum, über die Zusammenhänge und die Notwendigkeiten. Denn die Frage, die wir uns alle stellen müssen in der Klimakrise ist, übernehme ich Verantwortung. Danke, Raphael. Als nächstes Irene.
Ich will Ihnen jetzt vorstellen, was die konkreten Pläne hier in Berlin sind. In den vergangenen Monaten haben wir deutschlandweit protestiert. Wir haben den Alltag unterbrochen und die BürgermeisterInnen aufgefordert, unsere Forderungen zu unterstützen und an die Bundesregierung zu appellieren, die Klimakatastrophe zu stoppen. Wir haben im ganzen Land Debatten ausgelöst. Wollen wir als Gesellschaft über die Klippen gehen oder finden wir einen gemeinsamen Weg? Jetzt kommen wir alle gemeinsam zurück nach Berlin. Mit der Unterstützung von 8 BürgermeisterInnen im Rücken und so vielen mehr, die sich hinter uns stellen. Laut einer ZDF-Umfrage wollen 55% der Bevölkerung dass die PolitikerInnen mit uns sprechen, um zu einem konstruktiven Ergebnis zu kommen. Die Mehrheit will Klimaschutz. Wir haben Menschen im ganzen Land an Bord geholt und im friedlichen Widerstand geschult. Hunderte haben sich angemeldet, um an den Protesten in Berlin teilzunehmen. Wir richten uns stärker denn je als zuvor an die Bundesregierung. Wir werden den Alltag unterbrechen und versuchen, die Stadt zum Innehalten zu bringen, um in dieser Menschheitskrise unsere Regierung auf den Boden der Verfassung zurückzubringen. Wir sind jederzeit bereit, in Verhandlungen mit der Regierung zu treten. Unser Protest gilt dem Wunsch einer lebenswerten Welt für alle. Und was werden wir konkret machen? Morgen und jeden Mittwoch treffen wir uns hier um 9 Uhr in der St. Thomaskirche zum Brunchen. Hier sind alle herzlich willkommen, den Widerstand kennenzulernen und sich anzuschließen. Wir kommen zusammen, verbinden uns und geben vielen neuen Menschen die Möglichkeit, sich in den friedlichen Widerstand zu bewegen. Ab morgen gehen unsere Proteste los. Entschlossen und kreativ werden wir in Berlin Alarm schlagen. Dabei wird sich der Protest bis Ende dieser Woche vorwiegend auf das Regierungsviertel konzentrieren. Wir machen deutlich, warum wir hier sind. Die Regierung hat keinen Plan, uns aus dieser Krise zu führen, und das können und werden wir nicht hinnehmen. Sonntag um 15 Uhr laden wir zu einer Versammlung am Brandenburger Tor ein. Der Titel: Klimakollaps verhindern, Grundrechte schützen. Hier können die vielen Menschen zusammenkommen und sich hinter die letzte Generation stellen. Ab Montag, dem 24. April, versuchen wir, die Stadt friedlich zum Stillstand zu bringen, damit die Regierung sich bewegt. Die Bundesregierung stellt uns vor die Wahl, wie bei der Vernichtung unserer Lebensgrundlage, ob wir dabei zuschauen oder Widerstand leisten. Wir wissen, dass ein Gesellschaftsrat, der jetzt zusammenkommt und einen Plan erarbeitet, wie sozial gerecht bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet werden kann, unsere beste Chance ist. Wir werden unseren Protest beenden, sobald die Bundesregierung einen Gesellschaftsrat einberuft. Wir stehen vor einer der größten Aufgaben der Menschheit. Lassen Sie uns als Gesellschaft zusammenkommen, über uns hinauswachsen und unserer moralischen Pflicht gerecht werden. Lassen Sie uns Widerstand leisten. Vielen Dank. Wir sind jetzt bereit, Fragen zu beantworten. Und nach ca. 15 Minuten würden wir dann gerne die Pressekonferenz beenden. Sie können sich melden. Genau, ich nehme Sie dann dran. Und fangen wir hier vorne an, in der grünen Weste.
Daniela Süd von Deutschlandfunk. Mich würde interessieren, warum haben Sie sich genau für diese Protestform entschieden? Und auch nochmal, wir haben ja gerade Extinction Rebellion auch im großen Stil in der Stadt gehabt. Wie sortieren Sie sich zu Extinction Rebellion und Fridays for Future nochmal sozusagen als Klimaschutzbewegung? Das wären meine zwei Fragen. Okay. Also wir haben uns dazu entschieden. Ja, das ist Ihres. Wir haben uns dazu entschieden, vermehrt Protest jetzt auch im Regierungsviertel zu machen, um eben wirklich im besten Fall tagtäglich bei den Verantwortlichen zu stehen und sie auch damit zu konfrontieren, dass es aktuell einfach keinen Plan gibt, unser Leben zu sichern. Genau, wir unterstützen den Protest sowohl von Fridays for Future als auch von Extinction Rebellion, denn letztendlich wollen wir alle genau dasselbe, dass das Leben auf diesem Planeten geschützt wird und dass unsere Demokratie geschützt wird. Hattet ihr euch mit dem Gesellschaftsrat, mit der Idee des Gesellschaftsrats mit Fridays for Future abgestimmt? Wissen die davon auch bereits jetzt schon oder war das eure eigene Motivation? Also wir haben ja die Forderung nach dem Gesellschaftsrat schon ein bisschen länger. Dementsprechend weiß Fridays for Future auch schon von dem Gesellschaftsrat. Und ich glaube, sie unterstützen auch die Forderung danach, weil es eben eine gute Möglichkeit bietet, mit mehr Demokratie aus dieser Krise herauszukommen. Frieda Turm, Zeit Online. Werden denn parallel auch in anderen Städten noch Aktionen stattfinden oder konzentriert sich alles auf Berlin? Und habe ich richtig verstanden, dass es Open End ist? Ja, wir ziehen jetzt unseren... Wir haben in den letzten Wochen ja im ganzen Land protestiert und jetzt ziehen wir alle zusammen in die Hauptstadt, um uns hier ganz klar an die Bundesregierung, unseren klaren Adressat zu richten und kommen hier zusammen mit mehr Menschen denn je zuvor. Und so lange, bis die Bundesregierung seinen Plan vorlegt natürlich. Hallo, Nathan Giewitzer von der Welt. In Heilbronn wurden Wiederholungstäter der letzten Generation zu monatelangen Haftstrafen verurteilt, ohne Bewährung. Sind Sie für Ihren Berlin-Protest bereit, auch so weit zu gehen? Wir sind uns bewusst, dass unser Protest nicht einfach so stehen bleiben wird, sondern dass auch von der Regierungsseite Widerstand kommen wird. Und wir sind uns bewusst, dass das auch sein kann, dass Menschen dafür ins Gefängnis gehen müssen. Das ist nicht schön, das ist nicht etwas, was wir wollen, aber wir sehen gerade, dass wir in diese Katastrophe rasen und dafür sind wir bereit, auch die Konsequenzen zu tragen. Einmal hier vorne in der schwarzen Jacke. Roman Leskova vom ZDF. Zwei Fragen nochmal. Zum einen zu den Protesten jetzt diese Woche noch. Umfassen die auch bereits Blockaden? Also wird es auch Blockaden im Regierungsviertel geben? Und die zweite Frage hinsichtlich des Gesellschaftsrates, das habe ich, glaube ich, vorher nicht so richtig verstanden. Gibt es dafür Vorbilder? Gab es sowas schon mal in Deutschland? Und zu welchen Themen hat sich dieser Gesellschaftsrat damals gebildet? Wir werden die Stadt friedlich zum Innehalten bringen und das natürlich auch schon die ersten Tage im Regierungsviertel. Und der Gesellschaftsrat ist keine neue Erfindung, sondern den gab es schon in vielen, vielen Nachbarländern, auch zum Thema Klima. Insbesondere gab es aber auch in Deutschland den Bürgerrat Klima vor einigen Jahren, ins Leben gerufen von der Bundesregierung. Das Problem dabei war aber, dass die Ergebnisse einfach in der Schublade verschwunden sind. Der hat super progressive, viel weitreichende Maßnahmen ergriffen, als jede Regierung das zuvor hätte tun wollen. Aber nur 4% der Gesellschaft wussten überhaupt von diesem Rat. Und jetzt fordern wir einen Gesellschaftsrat, der darüber hinausgeht, der die Krisensitzung quasi des Landes ist. Und dann wird es auf allen Titelseiten stehen müssen. Dann soll die ganze Gesellschaft davon wissen. Dann soll der Autofan aus dem Ruhrgebiet wissen, dass da auch ein anderer Autofan in diesem Gesellschaftsrat sitzt, um sich davon repräsentiert zu fühlen. Und dann kann das auch ein Rat sein, der quasi ja, die Gesellschaft zusammenbringt und das dann in den Bundestag trägt. Ich habe
einmal zwei Fragen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass ihr euch Bienenhummeln und Bienenkönigin nennt. Da würde mich mal interessieren, wieso. Und die andere Frage ist, wieso ihr Sekundenkleber von Teddy benutzt. Das habe ich auf ihrer Packliste gefunden. Ehrlich zu sein, schockiert mich diese Frage ziemlich tief. Ich glaube, wenn wir uns einmal darauf zurückberufen, warum wir hier sind, dass wir in eine Katastrophe rasen, die unser aller Leben massiv betrifft, dann ist das, glaube ich, eine Frage, die es hier nicht zu beantworten gilt, sondern dann gilt die Frage der Katastrophe und der Krise und dann sollten wir uns darauf fokussieren. Einmal in der braunen Jacke zuerst. Ja, guten Tag, Jonas Warmko von der TAZ. Ich habe zwei Fragen. Einmal noch zu den Aktionsformen. Also wird es, die letzte Generation hat in der Vergangenheit ja sehr viele Aktionsformen genutzt. Werden es hauptsächlich Klebeaktionen sein oder wird wieder alles genutzt werden? Und die zweite Frage wäre das Verhältnis zu anderen Gruppen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, ob es da auch schon konkrete Zusammenarbeiten gibt, weil ja in der letzten Woche war ja Extinction Rebellion. Werden die sich auch an den Aktionen beteiligen? Wir diskutieren natürlich viel darüber, was die richtige Protestform ist und wir nutzen einfach kreativen Protest in allen verschiedenen Möglichkeiten und das können Sie auch von uns erwarten. Was Sie insbesondere von uns erwarten können, ist, dass es stört, dass es unterbricht und dass es nicht ignorierbar sein wird und das in jeglicher Form, die wir nutzen werden. Und ja, zur Vernetzung mit anderen Gruppierungen. Natürlich sind wir immer im Gespräch miteinander, im Austausch miteinander. Wir haben alle ein gleiches Ziel, auf das wir hinzielen. Wir nutzen unterschiedliche Methoden und da gibt es natürlich auch Diskussionen drüber. Und da sprechen wir aber viel miteinander, wie wir das dann auch zum Beispiel aufeinander abstimmen, wie das Extinction Rebellion erst ihre Protestwoche gemacht hat und wir uns dann daran anschließen. Vielen Dank. Ihr Kollege von der letzten Generation, Christian Bleuel, ist ja im März mit der Aussage, man muss Tote riskieren bei den Blockaden, in der Presse gewesen. Sie haben dafür ja, viel Ärger gekriegt. Aber jetzt meine Frage, Sie haben sich davon auch distanziert als Organisation. Aber wenn Sie das jetzt wieder machen, wenn Sie sagen, Sie blockieren Berlin, Sie legen Berlin lahm, nehmen Sie damit dann nicht dieses Risiko, genauso wie er es gesagt hat, in Kauf? Und der Klimaschutz, ist das für Sie das wert? Das war eine sehr ungünstige, aus dem Kontext gerissene Aussage von Herrn Bleuel. Und wenn wir uns damit verbinden, warum wir alle hier sind, dann ist das der Wunsch, das dringende Anliegen, alles Leben auf diesem Planeten zu schützen. Was wir aber wissen, ist, dass wir dafür unterbrechen müssen. Wir tun alles in unserer Macht, dass dabei niemand gefährdet wird, dass wir Sicherheitskonzepte haben und dass das sicher vonstatten geht. Aber wir wünschen uns natürlich, dass unser Protest nicht notwendig ist. Und die Regierung kann uns auch jederzeit von der Straße holen, wenn sie endlich einmal einen Plan vorlegt, wie sie uns aus dieser Krise führen möchte. Hier einmal mit der braunen Jacke und dann mit rosa Scheide. Genau, Manfred Götzke von Deutschlandfunk. Fridays for Future hat euch letzte Woche kritisiert für eure Protestform. Sie würde die Gesellschaft spalten. Wie geht ihr damit um? Und wie ist die Zusammenarbeit mit Fridays for Future? Gibt es die überhaupt noch? Geht es schon? Okay, die Zusammenarbeit mit Fridays for Future ist weiterhin trotzdem gut. Wir verfolgen einfach verschiedene Strategien, aber das heißt ja nicht, dass die verschiedenen Strategien sich nicht ergänzen können und dadurch eben trotzdem das besser auf das Ergebnis zuarbeiten können, das wir ja alle teilen. Und dementsprechend ist auch die Kommunikation zwischen den Gruppen weiterhin gut und wird bestehen bleiben. Und wir werden schauen, wie wir Synergien nutzen können, um eben geeint als Klimabewegung, wenn auch mit verschiedenen Strategien, unser Ziel zu erreichen. Ja, eigentlich war hier direkt die Frau mit dem rosanen Schal. Noch ein weiter, bitte. Danke.
Andrea Maurer vom ZDF. Mich würde interessieren, es hat ja hier in Berlin einen Volksentscheid gegeben, also Berlin klimaneutral 2030. Der ist jetzt sozusagen für Ihr Anliegen gescheitert. Was macht Sie also so zuversichtlich, dass Bürgerbeteiligung das Mittel ist, Ihr Ziel zu verfolgen? Erstmal gibt es natürlich einen Unterschied zwischen dem Gesellschaftsrat und Volksentscheiden. Ich glaube, ein ganz großer, der auch nicht außer Acht zu lassen ist, ist eben, dass in diesem Gesellschaftsrat Diskussionen möglich sind und vor allem auch Beratungen von Expertinnen stattfinden wird. Das heißt, Expertinnen aus ganz verschiedenen Gebieten, sei das jetzt Wirtschaft, Klima und eben auch zur sozial gerechten Frage, dort zusammenkommen und im Vorhinein die Beteiligten an dem Gesellschaftsrat beraten, die wiederum auch die Möglichkeit haben, dann eben im Anschluss zu diskutieren, was natürlich einfach ein komplett anderer Prozess ist als bei einem Volksentscheid, wo man nur ein Kreuz setzt. Ja, ich bin Luisa Braun vom ND. Genau, ich weiß nicht, ob ihr es gesagt hattet, aber könnt ihr einschätzen, wie viele Menschen in den Aktionen in den nächsten Wochen ungefähr auch gleichzeitig in Aktion zu erwarten sind? Und die andere Frage, was erwartet ihr auch an Reaktionen, an Anfeindungen oder vielleicht auch Gewalt, die euch begegnen könnte? Und wie geht ihr damit um oder wie bereitet ihr euch vor? Also es haben sich jetzt gerade ungefähr 800 Menschen auf unserer Webseite dafür angemeldet. Das kann man auch immer gerne noch weiterhin machen. Also es kann natürlich gut sein, dass noch einige dazukommen jetzt in den nächsten Wochen. Und wir erwarten wie immer unterschiedliche Reaktionen und glauben, dass wir uns aber nicht davon abbringen lassen dürfen, weil wir einfach wissen, dass die Alternative ist, diese Katastrophe sehenden Auges zuzulassen. Und das ist keine Alternative, die uns alle als Menschheit schützt. Und dementsprechend nehmen wir diese Reaktionen auch auf uns. Hallo, Leonard Laurig, RND. Zwei Fragen. Zum einen, Sie hatten ja ursprünglich zwei Forderungen, und zwar ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Was ist daraus geworden? Sind die noch aktuell? Und die zweite Frage zum Transparenzbericht. Sie haben ja letztes Jahr einen vorgelegt, und jetzt die Frage, gibt es für dieses erste Quartal schon Zahlen? Wir haben das ganze letzte Jahr an die Bundesregierung Forderungen gestellt, die die einfachsten ersten Schritte wären, die ersten Sicherheitsmaßnahmen, die wir verlangen können, dass unsere Lebensmittel nicht mehr weggeschmissen werden, wenn sie noch gut sind, dass das Rasen auf den Autobahnen unterbunden wird, dass die Gesellschaft sich klimafreundlicher bewegen kann. Und wir haben diese Forderung gestellt, weil wir wirklich von der Regierung erwartet haben, das sind doch Schritte, die muss sie jetzt gehen. Und das hat sie nicht getan. In einem Jahr Protest, Forderungen, die doch eigentlich von der Gesellschaft schon längst getragen werden würden. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, darüber hinaus zu sagen, wenn diese Regierung das nicht macht, wenn sie nicht schafft, diese einfachsten Schritte einzuführen, dann muss sie doch jetzt ihre Verantwortung übergeben an die Gesellschaft, die dann einen Plan erarbeitet, die ja dann diese ganzen Maßnahmen quasi kombinieren könnte, wie wir aus der Krise rauskommen. Und die zweite Frage zu den Zahlen, auch da bin ich immer etwas verwundert. Da wird so getan, als wären wir ein Unternehmen. Wir sind Bürgerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, um Widerstand zu leisten gegen eine Regierung, die gerade unsere Verfassung bricht. Wenn Sie sich wirklich so sehr für unsere Zahlen interessieren, gucken Sie auf unserer Webseite nach. Wir werden jederzeit einen Transparenzhochbericht stellen, wenn wir ihn haben. Aber insbesondere fokussieren wir uns darauf, Widerstand zu leisten, um unsere aller Lebensgrundlagen hier zu schützen. Hier vorne in dem weißen und dann noch mit dem roten Schal. Und ich glaube, das sind dann auch mit die letzten Fragen. Hallo, Beatrice Achterberg von der Neuen Zürcher Zeitung. Ihr habt gesagt, dass ihr darauf achten werdet, dass die Sicherheit gegeben ist, auch in der Infrastruktur. Ihr habt aber auch gesagt, dass ihr die Stadt friedlich zum Stillstand bringen wollt. Stillstand. Es gab in der Vergangenheit Fälle, wo eine schwangere Frau nicht ins Krankenhaus kam, pünktlich oder nicht direkt, wegen eurer Straßenblockaden. Es gab auch in Berlin den Unfall der Fahrradfahrerin im vergangenen Oktober, die einen schweren Unfall hatte und ein Spezialwagen kam nicht direkt zu ihr durch,
weil unter anderem auch, weil ihr einen Stau verursacht habt mit euren Blockaden. Jetzt ergab die Obduktion, diese Frau wäre auch durch den Spezialwagen nicht, wahrscheinlich hätte man sie nicht retten können und ihr seid da von der Schuld juristisch freigesprochen. Trotzdem wisst ihr ja, dass ihr mit den Straßenblockaden auch zugespitzt Menschenleben gefährdet oder das Risiko erhöht, dass jemand es nicht pünktlich ins Krankenhaus schafft. Deswegen meine Frage, wie fühlt ihr euch dabei, wenn ihr zum Beispiel Schwangere gefährdet? Wir können ja jetzt schon vorab nochmal an die Öffentlichkeit, an die Bevölkerung kommunizieren und sagen, hey, die nächsten Tage werden wir auf den Straßen sein. Bitte nutzt den öffentlichen Nahverkehr, bitte nutzt nicht die Autobahn. Und unser Protest hat immer eine Rettungsgasse. Wir sind jederzeit bereit, aufzustehen, an die Seite zu gehen. Es gibt immer eine Person, die sich nicht festklebt, wo die klare Rettungsgasse ist, wo man durchfahren kann. Es hat in vielerlei Hinsicht funktioniert und wir informieren natürlich auch die Rettungskräfte darüber, wo wir sind dann und dann können die dort durchfahren. Wir haben uns als Gesellschaft darauf geeinigt, dass wir diesen Straßenverkehr haben wollen. Und der Straßenverkehr ist ein alltägliches, gefährliches Mittel, was wir haben. Und dem sind wir ausgesetzt. Und wir versuchen, unserer Pflicht nachzukommen, dass es hier sicher in diesem Land für alle Menschen in Zukunft ablaufen kann. Das ist unser Anliegen. Wir wünschen, unser Protest wäre da nicht notwendig. Und wir versuchen wirklich, unser Bestes ist so sicher wie möglich zu gestalten und immer eine Rettungsgasse zu haben. Evelyn Rosar, RTL NTV. Ich habe noch, würde gerne kurz nochmal auf die Rekordstrafen zurückkommen, über die heute geredet wird. Wie beurteilen Sie diese und gibt es was, was Sie dem Richter gerne sagen würden? Und wie werden denn die Verurteilten seitens der letzten Generation unterstützt? Ja, das erste Mal wurden jetzt wirklich auch Haftstrafen ausgesprochen für Menschen. Und es ist natürlich schmerzhaft zu sehen, dass das dann doch die Art und Weise ist, wie mit Menschen umgegangen wird, die eigentlich nur friedlich protestieren, die sich eigentlich nur wünschen, dass unsere Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt. Und wir versuchen natürlich, die Menschen so gut es geht zu unterstützen, ihnen auch Rechtshilfe zu geben. Wir haben viele, viele Rechtsanwältinnen, die mit uns vernetzt sind und ihnen da die beste Unterstützung zu geben. Aber alle, die mit uns in den Protest gehen, sind sich bewusst, dass es sein kann, dass sie dafür am Ende im Gefängnis sitzen. Das ist schmerzhaft, aber wir sind bereit, das in Kauf zu nehmen, einfach weil die Katastrophe, vor der wir stehen, so dramatisch ist, dass das keine Alternative wäre, die in Kauf zu nehmen. Okay, wir haben die letzte Frage vorne im grünen Mantel. Danke, Christine Hofmann, ZDF. Ich habe noch mal eine Frage. Wie sicher sind Sie sich wirklich des Rückhaltes in der Gesellschaft? Und kalkulieren Sie ein, dass bei den Gesellschaftsräten vielleicht was ganz anderes rauskommt, dass Tempo 150 auf der Autobahn auch toll wäre? Also erstmal, dieser Gesellschaftsrat würde ja unter einer ganz konkreten Fragestellung stattfinden, nämlich wie wir es eben schaffen, sozial gerecht bis 2030 keine fossilen Energien mehr zu nutzen. Wenn dabei jetzt herauskommt, dass wir unbedingt weiter ohne Tempolimit fahren wollen, dafür aber bereit sind, andere Maßnahmen einzugehen, die eben uns ermöglichen, überhaupt weiterzuleben, dann ist es absolut in Ordnung. Wir wollen nicht die Person sein, die einen Katalog vorlegen, was genau getan werden muss. Aber trotzdem müssen wir als Gesellschaft eine Lösung dafür finden und uns auf bestimmte Dinge einigen. Und wir glauben, dass der Gesellschaftsrat dafür eine wunderbare Methode ist, um eben genau zu diesem Ziel zu gelangen. Und auf der anderen Seite sehen wir eben, dass es vielleicht nicht für die letzte Generation die absolute Unterstützung gibt, aber auf jeden Fall dafür mehr Klimaschutz zu machen. Das sieht man eben unter anderem auch daran, dass wenn Umfragen dazu sind, ob mit uns ins Gespräch gegangen werden soll, ob quasi eine politische Vernetzung angedacht werden soll, dass da meistens zugestimmt wird und dass über die Mehrheit dann letztendlich dafür ist. Danke. Hiermit beende ich die Pressekonferenz und sicher konnten wir einige Fragen gut beantworten. Doch die eigentliche Frage müssen Sie sich selbst stellen: Was tun Sie, wenn alles auf dem Spiel steht?